Nachfolgend ein Auszug aus der Online-Info-Veranstaltung zum Thema Fernstudium, die fernstudiuminfos.de regelmäßig in Kooperation mit dem Fernstudium-Guide durchführt. Es geht um die Frage, wie groß der Zeitaufwand für ein Fernstudium ist. Diese Frage lässt sich gar nicht pauschal beantworten, da sie von vielen verschiedenen Kriterien abhängig ist. Zunächst einmal davon, ob es sich um einen weiterbildenden Fernlehrgang handelt oder aber um einen akademischen Fernstudiengang. Für ein akademisches Fernstudium ist der Zeitaufwand deutlich größer als für einen Fernlehrgang. Um hier ganz grobe Orientierungspunkte zu geben, kann man für einen weiterbildenden Fernlehrgang im Durchschnitt von 10 bis 15 Stunden Zeitaufwand pro Woche ausgehen, während es für ein akademisches Fernstudium ca. 15 bis 20 Stunden pro Woche sind. Weitere Einflussfaktoren dafür sind zum Beispiel das Vorwissen. Je nachdem, ob bereits Grundkenntnisse oder sogar erweiterte Kenntnisse in dem Studienbereich vorhanden sind, kann das den Zeitaufwand natürlich deutlich beeinflussen. Der Zeitaufwand ist auch von der Auffassungsgabe abhängig. Nicht jeder ist in der Lage, neues Studienmaterial gleich schnell aufnehmen und verarbeiten zu können. Ähnlich verhält es sich mit der Konzentrationsfähigkeit. Manch einer kann sich sehr lange, sehr gut konzentrieren, andere brauchen häufiger Pausen und können sich nicht so leicht konzentrieren, müssen vielleicht dann auch die Inhalte sich mehrmals anschauen. Ja, und ein letzter wichtiger Punkt ist das Interesse an dem Studienmaterial. Nur dann, wenn ich auch wirklich das Ganze interessiert und ich es nicht nur zum Beispiel aufgrund von Wünschen Dritter, vielleicht des Arbeitgebers mache, werde ich auch in der Lage sein, schnell voranzukommen und muss mich nicht zum Studium quälen. Soweit ein kurzer Überblick über den Zeitaufwand zum Thema Fernstudium, über das Thema Zeitaufwand und auch wie man das überhaupt, den benötigten Zeitaufwand realisieren kann, wie man das in seine Wochenplanung hineinbekommt, wird auch bei fernstudiuminfos.de regelmäßig diskutiert. Zu finden unter www.fernstudium-infos.de.